Hi, ich bin's wieder, Kurt Cobain, live aus dem Zimmer 203. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zum zweiten Teil der neuen Videoreihe Befreie deinen Geist. Heute beginnen wir tatsächlich mit den Grundlagen. Und da ich Psychologie studiert habe und das für mich das wichtigste Werkzeug überhaupt war, neben der Linguistik, in meinem Leben weiterzukommen und mich zu einem freigeistigen Authentisten weiterzuentwickeln, fangen wir heute mal mit Sigmund Freud an. Irgendwie logisch, oder? Mensch, Sigmund, wie geht's? Alles cool, bist du hier? Ich glaube schon, dass du hier bist jetzt. Ich habe mit ihm oft kommuniziert. Er hat so oft auf meiner Couch gesessen, während ich da an seinen Theorien rumgefeilt habe. Fangen wir mal mit den Grundlagen an. Sigmund ist bestimmt hier in Memoria. Das glaube ich schon. Der hört uns jetzt ganz Ohr zu. Wirklich. Ja, nach Sigmund Freud gibt es das Es, das Ich und das Über-Ich. Fangen wir mit dem S an, das Tier, was ich aber mehr als die Bestie sehe. Was ist wesentlich besser ist, weil bestialisch ist besser als tierisch. Ist ja bestialisch geil, Alter, ist doch eine Steigerung, als wenn du sagen würdest, ist doch tierisch geil. Logisch, oder? Also ich bin eine Bestie. Ich bin definitiv eine Bestie. Also ist das S die Bestie. Das S hat seinen Sitz im Bauchhirn, also im Darm. Warum sagt man Bauchhirn? Weil im Darm dieselben oder die gleichen Zellen sind wie im Kopfhirn. Du hast Gehirnzellen im Darm. Wusstest du das nicht? Mensch, jetzt weißt es. Dein Bauch denkt. Peristaltik. Ja, das können Gehirnzellen. Dein Kopfhirn übrigens auch. Woher kommen wohl die Kopfschmerzen? Oder gar Migräne? Das S, also im Bauchhirn angesiedelt, ist eigentlich im Grunde genommen der gesamte Körper. Das Individuum, das Tier, die Bestie. Der Bauch spricht für den gesamten Körper. Für jede einzelne Zelle deines Körpers. Auch die Fußnägel sind damit inbegriffen, ja, oder das, was du gerade gegessen hast. Das gehört auch zu deinem Körper. Mein Bauch wird manchmal ganz schön laut. Oh, der kann ganz schön laut werden, vor allen Dingen, wenn der sauer ist. Echt, der spricht zu mir. Aber laut, der kann das. Das macht er über Luft im Darm. Und dann mit, wie habe ich es eben noch genannt, peristaltischen Bewegungen, kann der Bauch wirklich mit der Luft im Darm Wörter vokalisieren. Das höre ich mit meinen Ohren, was mein Bauch mir zu sagen hat. Der spricht ganz laut und offen mit mir. Das wissen auch viele nicht, dass der das kann. Und er kann das sogar so geschickt machen, dass man an der Klangfarbe der Stimme tatsächlich heraushören kann, wer da zu einem spricht. Es können andere Personen sein, die durch den Bauch zu dir sprechen. Das geht. Das Ich, nach Sigmund Freud, hat seinen Sitz im Herzen. Das Herz ist der Sitz der Seele. Und da sollte auch das Ego angesiedelt sein. Da gehört es hin. Das Ich geht in die Richtung Bewusstsein. Bewusstsein kommt von gewusst haben. Präkognition. Das Über-Ich hat seinen Sitz im Kopfhirn.
Das Kopfhirn ist auch das Memoriaorgan, da kommen wir dann in den späteren Teilen noch zu. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nur ganz kurz angerissen, mit dem Kopfhirn kannst du im Memoria dich frei bewegen. Sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit oder aber auch in der Gegenwart dann im Grunde genommen spirituell dich überall hinbegeben, wo du hin willst. Das ist das Memoriaorgan. Nur ganz kurz jetzt. Über-Ich, Kopfhirn. Das ist schon so, dass jetzt schon wieder das Ego über dem Über-Ich bei mir ankommt. Das merke ich an der Schleimentwicklung hier und das ist klebriger Schleim. Ich beobachte mich sehr genau. Jede einzelne Zelle meines Körpers beobachte ich sehr genau und ich deute die Zeichen meines Körpers. Das ist sinnvoll. Im Über-Ich angesiedelt, im Kopf, da sind eigentlich die ganzen Wertvorstellungen, alles, was man irgendwie so in Richtung, was ist richtig, was ist nicht richtig, wie soll man sich verhalten, was sind die richtigen Werte, was sind die Normen der Gesellschaft, all das ist im Über-Ich angesiedelt. Das Ich ist das Sein. Das Es hat immer Bock auf irgendwas. Na ja, klar, ein Joint. Bier, siehste. Moin. Frühstück, zum Wohl. Ach Mensch, jetzt mache ich schon wieder Holzenwerbung. Ich glaube, ich rufe mal Holzen an, ob die mich hier mal ein bisschen sponsern hier. Holzen knallt am dollsten und schmeckt echt gut. Doch, ich trinke das mittlerweile am liebsten. Ganz ehrlich, 5,0 trinke ich nicht so gerne. Holzen ist echt besser. Ja, das ist doch schon gut. Jetzt habe ich schon Werbung gemacht. Dann habe ich ja ein Argument. Vielleicht stellen die mir demnächst ein paar Paletten Bier hier hin. Wer weiß das. Das Ich will einfach nur sein. Und das Es will immer irgendwas. Eine Pizza oder ein Bier oder was weiß ich. Das Es will immer irgendwas. Oder Sex. Geil. Ja, und da kommen wir denn dahin. Weil Sigmund Freud hat doch tatsächlich behauptet, der Mensch wäre wirklich ein triebhaftes Wesen. Habe ich mich mit ihm geeinigt, als er auf meinem Sofa saß in Cosmic Eden, ist nicht so. Der Mensch hat keine Triebe. Das müssen wir jetzt hier ganz klar feststellen. Sexualtrieb ist Blödsinn. Ist Blödsinn. Wirklich. Es gibt keine Triebtäter, Vergewaltigungen und all so ein Scheiß, was es da alles gibt. Es sind keine Triebtäterschaften. Nee, nee. Ist nicht so. Es ist alles behandelbar. Weil es heißt ja, im Moment noch, einen Triebtäter kannst du nicht therapieren. Es gibt keine Triebtäter, das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Der Mensch an sich ist gut und der Mensch an sich hat auch keine Triebe. Sigmund war einverstanden damals schon, als ich das mit ihm erörtert habe. Er war spirituell anwesend. In Memoria. Das geht. Na klar geht das. Was meint ihr, wie oft Albert Einstein bei mir war? Immer wenn ich in das Punktothema Zeit und Relativität kam, Rums war er da, du Junge, das habe ich direkt gemerkt. Echt, der hat mich fast schon in seinen Bann gezogen in dem Moment. Doch, was hast du denn jetzt da wieder weiter? Jetzt mach mal. Der war mal voll cool drauf, ey. Mit dem habe ich gerne, wirklich, spirituell. Logisch ist einfach nur, dass das Ich einfach nur sein will und zufrieden ist am besten. Das Es will aber irgendwas. Sei es eine Pizza. Oder ein Bier halt. Ein schönes Holsten. ja, klar. Und das Ich vermittelt dann mit dem Bezug zum Über-Ich, ob das okay ist. Beim Bier zum Beispiel, na, erst ein Bier nach 4. Ja, scheiße, erst ab 16 Uhr kannst du Bier trinken. Da, scheiße, Schnauze ist, das geht so nicht. Ja, das ist nach Sigmund Freud, wie es halt läuft. Und da hat er ganz viel Recht mit. Wirklich, das ist ja so. Ist einfach nur logisch. Ja, aber ich habe die Grundregel nicht. Zum Wohl, Frühstück jetzt hier. Knallt halt am dollsten. Ich finde Bier trinken inspirierend. Ich bin nicht alkoholabhängig, ich bin auch nicht süchtig, nichts dergleichen. Ich kann da von heute auf morgen mit aufhören, das wird mir dann zwar nicht gefallen, aber ich habe da keine Probleme mit. Ich krieg
Nee, keine Schweißausbrüche, nix. Das ist in Ordnung. Kann ich das machen. Aber ich will es halt nicht. So, und das ist in meinem Über-Ich. Nee, in meinem Über-Ich ist halt mittlerweile angesiedelt. Nö, Bier trinken ist in Ordnung. Von morgens bis abends, die ganzen 24 Stunden, ist immer okay, Bier zu trinken. Bier trinken ist gut, Bier trinken schmeckt gut, das ist Bier. Bier trinken ist gut. Fertig. Ja, was soll das? Wenn ich kein Geld habe, mir Bier zu kaufen, das ist scheiße. Ja. Dann geht das los. Dann fängt mein Kopfhirn aber richtig an zu rattern, was das alles für eine Scheiße, weißt du? Echt. Ich habe euch ja versprochen, dass es in jedem Teil auch eine To-Do-Liste geben wird. Macht euch bitte mal bewusst, und das geht vom Herzen aus, ja, was in eurem Über-Ich, also in eurem Kopfhirn, an Werten, Normen und Ähnlichem angesiedelt ist, was etwas beeinflusst in eurem Leben. Ihr müsst euch vorstellen, ihr flutscht irgendwann bei eurer Mama raus. Je nachdem, ob ihr wollt oder nicht, oder ob ihr wisst oder nicht, braucht ihr vielleicht einen Klaps auf den Po und dann fangt ihr an zu schreien und dann geht das los. Ah! Ich hatte das übrigens nicht. Nein, ich bin rausgeflutscht, habe die Augen aufgemacht, Luft geholt und gelacht. Ja, so ist das bei mir gewesen. Hab halt Bock drauf gehabt. Wusste ja auch, wie es wird. Überlegt euch wirklich, ich sage jetzt ganz bewusst, überlegt euch mal, was ihr zum Beispiel von euren Eltern einfach so übernommen habt. Im Über-Ich, was die euch vorgelebt haben, an Werten, Normen und Ähnlichem, was so in Richtung Wertvorstellung geht und so weiter. Es gibt ganz viele Menschen, vor allen Dingen im Kindesalter, reden dir ganz viele Menschen was an. Zum Beispiel, dass Händewaschen nach dem Toilettengang wichtig ist. Ja, das wird dir halt vorgelebt, das wird dir eingeredet. Es gibt aber ganz viel schlimmere Sachen als das Händewaschen nach dem Toilettengang. Es gibt da so viele Sachen, was Menschen eingeredet wurde, zumal wirklich in der Kindheit ungefiltert einfach übernommen wird. Es ist doch Mama, es ist doch Papa, es ist doch der Onkel oder sonst irgendwer, der wirklich eine Bezugsquelle dargestellt hat. Du selber konntest dir als Kind ja gar nicht wirklich eine Meinung bilden oder differenziert denken. Du musstest ja erstmal überhaupt zusehen, dass du in der Gesellschaft überhaupt klarkommst. Das wird alles ungefiltert übernommen in der Kindheit. Macht euch mal bewusst, was ihr den ganzen Tag so im Leben zeigt an Verhalten, was das im Über-Ich von der Ursache her darstellt. Wo kommt das her? Könnte im weiteren analytischen Verfahren dann weiter vorgehen. Wo kommt das her? Wer hat mir das eingeredet? Wer hat mir das vorgelebt? Wer ist dafür verantwortlich, dass ich in meinem Leben immer dieselben Fehler mache, obwohl das gar keinen Sinn macht? Ich es eigentlich auch besser wissen müsste. Ja? Ich denke, das ist es. Das war der erste Teil. Ich wünsche viel Erfolg bei analytischem Denken, ja? Was euer Über-Ich betrifft. Ach so, eine kleine Geschichte noch, ja. Ich bin in der Vergangenheit, ja, im Memoria, bin ich oft wach geworden, nachts, mitten in der Nacht beim Schlafen und habe festgestellt, dass mein Bauch laut mit meinem Kopfhirn sich unterhalten hat. Mein Kopf hat gedacht, ohne dass ich irgendwas dazu beigetragen habe, und mein Bauchhirn hat geantwortet, laut über meine Ohren. Sie haben debattiert über Ich und Es. Das Ich war ganz außen vor, ich war im Halbschlaf, ich wollte einfach nur weiterpennen und denke, was geht denn da schon wieder ab? Was wollen die beiden denn jetzt schon wieder? Können die nicht mal beide die Schnauze halten? Ich will schlafen. Okay. Viel Spaß beim Grübeln. Nein, überlegt. Nicht nachdenken, nicht grübeln. Belastet euch nicht. Lasst es einfach zu.
Stellt euch mal eine Frage, wenn euch in eurem Leben etwas auffällt, wo ihr immer wieder sogenannte Probleme habt, ja, dann geht mal an das Thema ran, gedanklich, und lasst mal was zu. Es kommt von ganz allein. Ihr braucht keine Therapie machen, ihr braucht nicht zum Tiefenpsychologen, das braucht ihr nicht, das könnt ihr alles selber. Ich bin der beste Beweis. Ich hab's geschafft. Bis demnächst.